Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dying Light. Party und Spaß in Haran. Wir sind noch im Keller. Doch nicht. Nein, der Kanalisation. So, und wir müssen ja zur Klinik, wie auch immer, ins Labor. Müssen wir da hier raus? Nein, okay. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwo raus. Ich glaube, hier ist der Weg. Ist hier was nachgefunden? Nein. Hier waren nur leere Koffer hier. Ja, aber wahrscheinlich schon alles ausgeräubert haben. Hallo? Hab hier noch nicht. Ne, hier ist Kanalisation betreten, aber wir müssen ja eigentlich raus, oder? Ja. Hat sich für. Ja. Ah, ja. So, Lelfi, Lelfi, Lelfi. Mal gucken, wie weit das ist. Hallo. Niemand stellt sich mir im Weg. Oh, da ist ein Superfetter. Warum ist da ein Superfetter? Oh, da ist ein TI-Paket. Das brauchen wir. Ich muss leveln. Ah! Da wirft er schon wieder mit Steine. Ich muss auch gerade kommen. Ich fahre nur nicht über das Ding rüber. Wie, mein Inventar ist voll. Oh, das ist es ja wirklich. Okay, also ich muss nachher bei der Hütte ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Juhu! Oh, da steht ein Johnny auf. Ciao, Johnny. Juhu! Juhu! Ich glaube, das ist das Paket, das ich wieder leveln kann. Ja, ich glaube, das ist. Ja, ich war nämlich kurz vorher. So, wo müssen wir denn hin? Irgendwo hier lang. Hui. Lucky, lucky, lucky. Hier vorne kannst du verkaufen auf jeden Fall. Ah ja, der hat ja einen Händler. Da ist ja ein Tradehändler. Guten Tag, hallo. Ich muss ja mal gucken, was verkaufe ich denn. Vor allem, woher habe ich denn so viel Kram? So. Die Spaldachs kann weg, das kann weg. Das kann weg. Nee, die nicht unbedingt, obwohl doch. Gucken wir mal. Verkaufen. Erstmal die ganzen Wertsachen gedingen sollen. So. Da gucken wir mal. Weg damit. Ja, alle. Weg damit. Weg damit. Nee, nee, nein, nein. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, jetzt muss ich doch wieder ein bisschen aufgeräumt haben, ne? Ja. Ja. So. Okay. Warte mal, ich bin gleich wieder für Sie da. Wo ist denn das andere Ding jetzt hier da?
Hat der auch Muni, der Johnny? Kaufen. Muni! Okay, Kaltslot frei. Kaltslot frei, okay. Scheint dann alles voll zu sein. Alles klar. Nein, das wurde nicht gewechselt. Vielen Dank. So, okay. Wo bist du denn hinge, Johnny? Ach, da hinten ist er schon hinge, Johnny. Warum komme ich mit meinem Haken hier nirgendwo runter? Du musst erst auf... Ah, da hinten komme ich hin. Guten Tag, Johnny. Sorry. Ah, der ist voll auf die Fresse geflogen. Einmal. Einmal. Kakatawa! Oh, was ist denn hier los? So, Kakao, Kakao. Ihr habt eh keine Chance, wir können aufgeben. Da ist noch eine. Komm her. Was ist denn hier los? Warum sind die denn alle so aggressiv? Ja, noch gar nichts gemacht. Na los. Oh, hier kommt jetzt auch noch einer. Okay. Wo sind ja schon da? Ja, lauf. Dann komm ich mal ran. So, zack und zack. Oh, mit Schuss knapp. Oh, das sah schon gut aus. Oh, fast. So vielleicht? Nice, das ging ja fix. Nein. Ja, das. Ich habe was zum Verkopfen. So, was haben wir denn so im Schrank? Plunder. Oh, Alul! Ja, als hätte ich das nicht gewusst. Oh, auf jeden Fall muss ich einen runter anscheinend. Wie komme ich denn hier einen runter? Muss ich doch mal. Oh, eine Tasche. Steht hier irgendwo eine Statue rum? Das wäre jetzt voll geil. Da oben ist eine Fahne! Hier oben ist eine Fahne! Geil! Fett eine Fahne gefunden. Ich geh ab. Los, Johnny, du musst da hochklettern. Oh. Ja, und jetzt? Komm zu mir runter, liebe Paul Wilson. Nein, hier oben ist eine Fahne. Wie kommt man denn an diesem Knubbel vorbei? Ah, warte. Oh, okay. Genau das habe ich auch gerade versucht. Ich bin gerade runtergefallen. Ach, da. Oh! Die erste Fahne zufälligerweise gefunden. Ich freue mich. Sei kein Feigling, komm runter, los! Bald geht's mit dir! Ende Gelände, verstehst du?
Ja, Ende Gelände, da hast du recht. Sie müssen Crane sein. Dank der Kameras Statue. Kann ich Sie sehen. Genau, ich heiße Crane. Kommen Sie mit dem Fahrstuhl ins unterste Stockwerk. Okay. Zugang gewährt. Geil, eine Fahne und eine Statue. Ich gehe kaputt. Was ist denn das schon für eine geile Folge? Hat sich gelohnt. Tschüss. Hi. Oh. Toll. Im Müll war ein Dietrich, alles klar. Bei mir auch sogar. Jetzt müsste so eine Fahrstuhlmusik kommen. Dü, 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 dü. Ach, ich werde mal meine Dinge reparieren. So. So, damit die schon wieder schick ist. Auf geht's! Hauptsache der Johnny, der greift uns da an, obwohl wir was bringen. Mit Sarahs Forschungsergebnissen hat Dr. Kempton gute Chancen, das Heilmittel zu entwickeln. Irgendwas mit Dr. Kempton. Ja, diesmal wollte ich gerade sagen, zum Glück ist nur ein Satz gewesen, das hat er noch geschafft. Es tut mir so leid. Wir waren davon begeistert, den Virus studieren zu können. Die großzügige Bezahlung des GRE war natürlich auch nicht übel. Übrigens läuft die Einrichtung mit Notstrom. Nur die wichtigsten Systeme sind aktiv. Für mein letztes Experiment benötigte ich sehr viel Energie, was zur Überhitzung der Generatoren. Ja, ich hab's geahnt. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich so vor mich hinquassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Oh oh. Hab ich es. Okay, den gibt's wohl nicht. Ist hier eine Statue? Hallo. Kann man die aufmachen? Oh, und die Tür zum Hauptflur kann nur manuell geöffnet werden. Der Schalter ist sehr wahrscheinlich in der Sicherheitszentrale zu finden. Unterwegs. Schalter, 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 Schalter. Oh, ich bin da erstmal getackt. Scheiß auf den Schalter. Kann man hier irgendwas aufmachen oder so? Oh, hier ist noch eine Tasche. Hier ist eine Tasche. Oh, ich habe gerade was in der, irgendwas mit Herstellen in der Tasche gefunden. Irgendwas Antikes, keine Ahnung. Guten Tag. Tag. Einmal plündern, plündern, plündern. Oh. Sehr nett, dass sie alle Zeug für uns liegen lassen haben. Ih, eine Ratte. Kommst du, Johnny? Du musst da die bei der Leiter hoch, den Luftschacht. So, jetzt habe ich's. So, welche Ratte du meinst? Ja. War für dich gerade ein Rätsel, ne? Ah, jetzt sind wir genau in dem Raum drin, wo ich wegen der Statue gucken wollte. Na, das passt ja. Ist hier irgendwo eine Statue? Weil hier passt das doch. Eine Statue, eine Statue.
Nö. Ich will jetzt keine Statue. Kann man hier raus rein? Ist jetzt hier der Schalter irgendwo? Ah, ach so. Die Dame öffne dich. Aber wir haben noch keinen Schalter, ne? Weil wir haben das hier immer noch markiert. Ich habe die Zugangskarte bekommen. Achso, die da. Das Sache. Ach, das Ding. Ah, ist gut, so, jetzt den Hauptflur hinunter. Das Labor befindet sich links. Zira und ich blieben in Haran. Jetzt zittert ab. Und wer war ursprünglich zum Brandschutz abgestellt? Kadir Suleiman. Rais höchstpersönlich. Das bohren das einfach mal welche neu. Funktioniert. Was ist denn nicht an? Da ist doch Vetter John. Hat hier alles was. Echt wahr? Also, Sie müssen durch die Dekontaminierungskammer, um zum Labor zu gelangen. Der Eingang ist auf der rechten Seite. Nach dem Tod, ich hab gedacht, da war gerade eine Statue. Ging alles den Bach runter. Aber das ist doch komisches Ding von einem brutalen Kerl zu einem ausgewachsenen Psychopathen. Sie müssen den Dekontaminierungsprozess durchführen, um die Türen zu entriegeln. Ja, das erfordert maximale Energiezufuhr und dafür brauchen wir die Generatoren. Begeben Sie sich zu den Büros. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen von mir. Okay, ich kümmere mich. Zira und ich wurden von einem GRE-Agenten in Sicherheit gebracht. Er war Ihnen sehr ähnlich. Der Agent, der uns geholfen hatte, sollte gemeinsam mit uns evakuiert werden. Und das hat letzten Endes nicht geklappt. Und Zira und ich saßen hier fest. Seien Sie von hier an besonders vorsichtig. Dieser Teil der Einrichtung wimmelt wahrscheinlich nur so von Infizierten. Ich wurde von den beiden getrennt, konnte es aber bis hier in die Klinik schaffen. Achtung, ich öffne die Tür. Oh Mann, ich habe gehofft, in dem einen Raum gibt es eine Statue, weil da so viele Items rumstanden. Das hätte so gepasst. Zira und der Agent schlossen sich Bracken an, was ich auch getan hätte. Aber ich hätte es nie zu ihnen geschafft. Ah, es tut mir leid, aber der einzige Weg in den Generatorenraum führt durch die Lüftungsschächte. Die Schächte führen zum Vorratsraum. Von dort können Sie den Flur und dann die Generatoren erreichen. Okay, Party! Ich glaube, die Angestellten sind hier ein bisschen wütend, weil es schon länger kein Gehalt mehr gab. Oder? Ja. Ist hier irgendwo eine Statue? Vor allem, das ist hier so passend, hier irgendwo eine zu platzieren, weil es hier so viel Kram gibt. Mann, die müssen doch Statues hinstellen. Wir müssen auch irgendwann unsere 100 noch voll kriegen. Wie sollen wir das denn noch schaffen? Wo bist du denn hin? Ich bin hier um die Ecke. Achso, du musst auch wieder Luftschacht. Wo war der denn? Ach, da. Ja, ich hab's gar nicht, dass ich zu Super Fat Johnny komm. Ah, ist nicht schlimm. Bei Fat Johnny kriegt ich Super Fat Johnny. Mann, ich komm nur gegen die Rohre. Fertig aus. Okay. Ist hier noch irgendwo einer?
Also die kleinen sind hier noch. Großes Reh. Ja, es war ja klar, dass ich hier nicht umgehe. Bist du hier irgendwo runtergesprungen? Ja. Wo denn? Ja. Ich komme nirgendwo runter. Oh, der Makabu. Achso, hier hinten durch. Ist auf den Rohren. Ist ja gut, wie scheiße. Genau. Und da hinten müssen wir irgendwo durch, glaube ich. Ne? Da müssen wir rüber. Ah, fuck. Einem runtergeplumpt. Naja. Hab wieder eine Kiste. Heil ich mich einmal fix. So. Das einzige. Ach, da oben ist mein Blick. Ja. Bobby. Oh gut, den konnte ich noch töten, ohne dass er explodiert. So, machen wir mal auf. Ah, okay, hier geht's also lang. Oh, da ist noch eine Tasche, Tasche. Konnte wieder was Neues herstellen. So. Arbeit. So, gehen Sie zurück zur Dekontaminierungskammer. Wissen Sie, selbst wenn die Evakuierung nicht fehlgeschlagen wäre, hätte Zira Haran nicht verlassen. Er und der Agent waren entschlossen, den Überlebenden zu helfen. Hast du es drum gemacht? Ja, ich hab's drum gemacht. Sehr gut. Ich hab Weg frei gemacht. Sehr gut. Dann waren wir ja beide nicht ganz. Ja. Umsonst hier. Also ja, hier waren wir schon. Da oh, drücken welche. Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Achso, hier natürlich, ja. Den Raum haben wir schon gesehen. Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den Prozess zu initiieren. Haben wir doch. Du brauchst ja gar nicht gegenhüpfen. Lass es einfach sein. Hallo! Oh, guck mal, die lächelt uns an. Beide lachen nicht mehr. Nee. Jetzt hat sich wohl ausgelacht. So, wir haben den Dekontaminierungsprozess durchgeführt. So. Gut, jetzt ist der Weg frei. Sicher? Tasche. Super, ein Riesenraum, wo nur ein Klo drin steht. Oh, Tasche. Okay. Andere Spieler warten auf mich. Ja. Ich
Crane. Endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht? Doktor, darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Einen Moment. Alles klar, das schalten wir ein. Wird ein bisschen dauern. So, was sagten Sie, wollen Sie von mir? Hey, das ist er. Das ist der GRE-Agent, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Amir. Ja, genau. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn an sein Foto? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück ist Ihr Besuch hier nicht umsonst gewesen. Apropos, wo sind die restlichen Daten? Zira hatte doch zwei Pakete vorbereitet, oder? Darüber reden wir später. Jetzt steht erstmal ein kleiner Schlagabtausch mit dem GRE an. GRE? Crane, bei denen müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Image ist eine einzige riesige Lüge. Das sind skrupellose, verlogene Bastarde. Natürlich, Doktor. Und danke. Ich melde mich. Okay. Das war doch mal sehr erfolgreich. Ja, wir sind immerhin bei ihm angekommen, ne? Den Ausgang werden wir beim nächsten Mal finden. Ich guck grad nach einer Statue. Natürlich. Weil hier steht so viel Zeug. Wenn da hier nicht irgendwo eine dazwischen steht. Mein Radar schlägt nicht aus. Nee, meine leider auch nicht. Der Aktion, lieber Paul, tut mir leid. Na gut. Kontaktieren Sie den GAE. Naja, gut, dann machen wir das auch nochmal fix. Wenn wir hier wieder rauskommen. Hier lang. Oh, hier kommen wir jetzt auch raus. Ne, das ist Quatsch hier. Hier? Ah ja, den Weg kennen wir hier noch, siehst du? Ach, du hast da... wenn du mal in mir stehst, dann sehe ich dich nicht. Ich habe Camden getroffen. Er hat Sarahs Gewebeproben untersucht. Ja, das ist der Nachteil, meinte, ne? Wenn man sich nicht, ich sag mal, gegenseitig blocken kann. Gut. Vorausgesetzt, der... Crane, ich sage es nochmal. Seien Sie bei diesen Kerlen vom GRE extrem vorsichtig. Die werden Sie über den Tisch ziehen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen. Weiß ich, Doktor. Ich werde aufpassen. Aber ich muss rausfinden, wie die Dinge liegen. Ja, Ja, ich würde mal sagen, den Spaß tun wir uns in der nächsten Folge an. Oh, ein Vieh sieht uns gleich, Achtung. Oh, jetzt haben wir ein paar Leute auf uns aufmerksam gemacht. Oh ja, ein großes Vieh auch. Ich werde angekotzt. Nein, ich bin tot. Scheiße, weil er mich angekotzt hat. Dankeschön. So, einmal fix heilen. Voll in die Piper angeschossen. Nochmal in den Piper an. So, war es das jetzt richtig? Ja.
Wir werden es überleben! Wir werden es überleben! Achtung, hinter dir da hinten irgendwo ist einer. Ich hab da gerade noch einen vorbeispritzen sehen. Ach, guck mal, hier haben wir eine Sicherheitszone. Ja, dann würde ich sagen, bleiben wir hier. Ja, würde ich auch sagen. Hier haben wir jetzt gerade einen super Ort, dass wir ein bisschen geschützt sind. Genau, so, jetzt sind wir ein bisschen geschützt. Und hiermit werden wir uns denn mal verabschieden, würde ich mal so sagen. Oh ja. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und wir hoffen, wir können euch denn wieder zu der weiteren Folge begrüßen, dass wir denn unseren GAI denn einmal kontaktieren. Und dann werden wir mal gucken, wie das mal weitergeht, oder? Ja, wir werden die Mission auf jeden Fall weiterführen, ja. Ja, davon gehe ich doch jetzt mal ganz stark aus, dass wir das noch machen. Oder so kurz vorm Ende so. Tschüss! Willst du handeln? Mach was anderes. Ja, wir machen jetzt mal was anderes. Alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.